Ja, es ist natürlich schon so, man würde gerne mal was mit Freunden machen oder eben einfach so, sag ich mal, das normale Leben von einem Teenie leben können. Aber letztendlich komme ich in die Halle und ich weiß ganz genau, das hier ist eigentlich mein Leben. Ich habe meine Ziele. Ich meine, mit 16 Jahren kann ich jeder sagen, ich war schon in Rio bei den Olympischen Spielen. Und ich denke, das ist eben das, wo wir eben sehen. Wir haben ein anderes Leben und wir wissen das auch. Aber wir haben so viele andere Sachen, die uns das Turnerleben, kann man wirklich sagen, zurückgibt. Und da ist natürlich die Trainingsgruppe auch so wichtig. Das sind so meine Freunde, wir gehen alle den gleichen Weg, haben alle das gleiche Leben und deswegen halten wir da auch zusammen und machen dann eben unsere Erfahrungen. Wir sind wirklich eine ziemlich starke und enge Gruppe. Also wir sind wirklich alle Freundinnen, weil wir ziehen uns gegenseitig hoch, wir motivieren uns, wir bauen uns auf, wenn jemand schlecht drauf ist. Und natürlich, Konkurrenz ist da. Aber Konkurrenz gibt es immer und überall. Und in jeder Mannschaft möchte einer seine Übung trotzdem schöner präsentieren oder trotzdem für sich natürlich einen gelungenen Wettkampf abliefern. Aber letztendlich klappt es auch nur, wenn man sich gegenseitig unterstützt und sich dann nicht noch irgendwie in den Weg stellt. Wenn dann wirklich die Schule erledigt ist, das Training abgehakt und ich wirklich Freizeit habe, dann treffe ich mich sehr gern mit meiner besten Freundin oder mache generell was mit meinen Freunden und gehe aber auch gerne mal in die Therme, um einfach wirklich die Seele baumeln zu lassen. Und natürlich die Familie ist bei mir wirklich ganz arg wichtig, weil sie muss eigentlich wirklich täglich mitmachen, was ich so leiste und unterstützt mich immer und ist immer für mich da und muss auch so viel mitmachen, was eigentlich alles nur in Anführungszeichen meine Schuld ist. Und müssen, da bleibt so viel auf der Strecke und da ist die Zeit mit der Familie natürlich immer noch viel mehr wert.